Das folgende Spiel wird Ihnen präsentiert von Walter Kunststoffe, www.wkr.co.at und Sparkasse Oberösterreich, Geschäftsstelle Gunskirchen, www.sparkasse.at. Sonnenskilauf in der K-Woche, traumhafte Pisten und noch eine Top-Schneelage, www.kasberg.at. Das erste Klasse Mitte-West-Derby zwischen der Union Oberndorfer Gunskirchen und der Union Buchkirchen steht ganz im Zeichen des Todes von Gunskirchens Ex-Spieler und Funktionär Hanni Diensthuber, der vor 14 Tagen im Alter von nur 48 Jahren die Augen für immer geschlossen hat. Tiefe Betroffenheit bei der Trauerminute, bei Spielern und den über 300 Fans. Nach dem Ehrenanstoß durch Sparkassendirektor Gerhard Beutinger pfeift Jiri Ferdinand Mittendorfer die ersten 45 Derby-Minuten an. Und das Match beginnt mit einem Knalleffekt. Keine 3 Minuten sind gespielt. Da tankt sich Gunskirchens Kranzbiller links durch. Über Anel Cilinkovic kommt die Kugel zu Marvin Smith, der keine allzu große Mühe mehr hat, die Martin Elf mit 1:0 in Führung zu schießen. Dieses schnelle Tor beflügelt aber nicht die Heimelf, sondern interessanterweise die Gäste. Und die haben nach einem Gewaltschnitzer der OBW-Abwehr in Minute 13 die große Ausgleichsmöglichkeit. Nur 3 Minuten später versucht es der Ex-Gunskirchener Domenko direkt, aber OBW-Goalie Hakan Sabur am Posten. Nach 25 Minuten heißt das Duell abermals Hofmeier gegen Sabur. Und der Gewinner ist wieder der Gunskirchener Goalie. Die Heimelf kommt erst in Minute 35 zur nächsten Möglichkeit. Nach Cilinkovic' Schuss und Abwehr von Buchkirchens Goalie Kloimstein verwechselt Gunskirchens Alexander Popovic die Spielrichtung. Er klärt, statt auf 2:0 zu stellen. Dieses 2:0 fehlt 3 Minuten vor dem Pausenpfiff. Freistoß von rechts, Mario Smith schlägt die Kugel fürs Gästetor und dort steht Anel Cilinkovic Mutterseelen alleine. Gunskirchen führt nach 45 Minuten gegen Buchkirchen etwas glücklich mit 2:0. Thema in der Pause ist natürlich auch das geplante neue Sport- und Freizeitzentrum Gunskirchen, das die 35 Jahre alte Anlage in den nächsten Jahren ersetzen wird. Stand der Dinge momentan ist der, dass wir also die Gründe ja vor einiger Zeit gesichert haben, haben jetzt nach den turbulenten Finanzsituationen, die auch die Gemeinden betreffen, auch die Finanzierung sichergestellt und das ist also jetzt alles erledigt. Wir haben also vor circa einem halben Jahr auch Pläne erstellt bezüglich der Einteilung des Sport- und Freizeitzentrums. Dies wurde den Vereinen vorgestellt, dem Sportzentrumsausschuss. Und jetzt sind wir dabei, dies zu koordinieren. Und darüber hinaus haben wir auch für die Verkehrserhebung eine Firma beauftragt, die also hier eruieren soll, wie die besten Zufahrten und die Kurvenradien und so weiter passieren sollen. Wie schaut der Fahrplan aus? Fahrplan ist folgendes, dass wir also diese Fan-Abstimmung mit den Vereinen jetzt noch durchführen. Und unser Ziel für heuer ist, die naturschutzrechtliche Bewilligung zu erreichen für Schotterabbau. Wir haben geplant, so 5, 6, 7 Meter Schotter dort abzubauen, um das also in die Tiefe zu verlagern. Da braucht man die naturschutzrechtliche Genehmigung. Und wenn das soweit ist, dann steht den weiteren Planungen und Ausführungen nichts mehr im Wege, hoffe ich. So wie Hälfte 1 beginnt auch Halbzeit 2 mit einem Paukenschlag. Freistoß für Buchkirchen von der linken Seite, kurz abgespielt, Adrians Zilüa hält drauf und das Leder findet mit kräftiger Mithilfe von Hakan Sabur den Weg in die Gunskirchener Maschen. Nur mehr 1:2 aus Sicht der Gäste. Wir schreiben die 50. Minute. 10 Minuten später bessert der Gunskirchener Schlussmann seinen Schnitzer von vorhin aus. Gunskirchens Abwehr wieder einmal absolut nicht im Bilde. Das hätte das 2:2 sein müssen. Ist es aber nicht. Auch nach vorne geht bei der Martin Elf sehr wenig. Und wenn es mal Richtung Gläumsteinkasten geht, dann fällt die Konsequenz. Oder der abschließende, der entscheidende Pass landet im Irgendwo. Dass die Union Oberndorfer Gunskirchen Richtung Sieg steuert, verdankt sie einem Traumfreistoß von Mario Smith. Prädikat Weltklasse ist da sicher angebracht. Das 3:1 eine Viertelstunde vor Schluss. 5 Minuten vor dem Ende gibt es ein Ostergeschenk von Buchkirchens Gläumstein. Adressat Alexander Popovic. Gunskirchen 4, Buchkirchen 1.
Das ist es dann auch. Nach 90 Minuten pfeift der gute Schiri Mittendorfer dieses schwache Derby ab. Gunskirchen wieder mittendrin im Aufstiegskampf, oder? Von oben planen wir jetzt einmal gar nicht. Da haben sie uns letzte Wochen ziemlich drastisch zurückgeholt. Wir schauen jetzt einfach einmal, wie man so schön sagt, von Spiel zu Spiel. Schauen wir mal, was rauskommt. Vielleicht können wir noch ein wenig ärgern. Aber das ist unser Ziel für heuer noch. Wir haben sie die ersten zwei Tore selber geschossen. Das erste habe ich gesehen, auskontern lassen. Ich muss der Mannschaft trotzdem ein Kompliment machen. Hört sich komisch an bei 1-4, aber man hat den Spielverlauf gesehen. Wir haben, glaube ich, fast mehr Spielanteile gehabt. Nur waren wir nicht konsequent genug, dass wir die Tore machen.